Full Health, naja. Hatte ich zwar schon, aber jetzt weiß ich wenigstens, welches die Full Health Pille ist. Au! Alter, das ist ja gemeingefährlich hier. Was ist das denn? Es ist Anemic Toxic Blood. Okay. Klingt erstmal irgendwie interessant. Sieht auch erstmal sehr cool aus, aber. Au! Oh! Was ist tatsächlich das, was ich dachte, was es ist? Oh, cool. Oh, das hat auch funktioniert. Perfekt. Ziehe ich jetzt jedes Mal, wenn ich getroffen werde, so eine Spur hinter mir her? Kann das so sein? Sah gerade so aus. Ist natürlich erstmal sehr cool eigentlich. Frage ist natürlich, wie lange und so, aber naja. Klingt erstmal so ganz witzig. Auch wenn ich natürlich wieder, ne? Nee, man muss wieder getroffen werden, aber naja. Whatever, immerhin. Das ist ein Item, das ich glaube ich... Hatte ich das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube fast nicht. Aber es klingt auf jeden Fall erstmal ganz witzig. Vielleicht eher was für Maggie, so mit Gumheart und so Kram, aber naja. So. Der Boss, es ist Monstro. Und er sollte mir womöglich keinen Schaden machen. Finde ich jetzt persönlich. Ich habe schon wieder Schaden gekriegt, schlimm genug. Samson wahrscheinlich wieder gegessen erstmal. Was ich in den... Au, das war doof. Kommt der gerade Schaden da drauf? Ich weiß es nicht. Sieht aber so aus. Ja, tut er. Oh, was ist das denn? Ein Schlüssel. Luck up. Und zwei Schlüssel. Ist das eigentlich Luck hier? Das da unten rechts? Ach so, ja doch. Sieht wie ein dreiblättiges Kleeblatt aus. Das fällt mir jetzt erst auf. Sehr interessant. Okay. Und ich habe sogar noch ein blaues Herz noch gekriegt. Sehr cool. Okay, gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Oh, da kann ich rein. Das ist doch schön. Ich weiß zwar noch nicht, ob der Kram, den ich hier kriege, so richtig schön ist, aber wir werden sehen. Das war nicht so schön. Fürchte ich. Oh, toll. Nö, ich gehe wieder. Ja, dann muss ich den wohl nochmal von vorne anfangen, ne? Piercing Shots. Aber halt auch nur irgendwie eine Chance drauf. Toll. Mit einer Chance auf Piercing Shots, das bringt irgendwie nicht so richtig viel, fürchte ich. Piercing Shots sind zwar toll, aber Chance, ne. Hat sich nicht so richtig gelohnt, der Challenge-Raum dann. Fürchte ich. Ich habe immer das Gefühl, die Piercing Shots machen auch keinen Schaden. Aber das fühlt sich wahrscheinlich nur so an, weil man halt, ne? Sie gehen halt durch. Das fühlt sich erstmal irgendwie komisch an. Ja. Die ist natürlich theoretisch ein Piercing Shot ziemlich gut. Da müssen natürlich ausgerechnet die man treffen, mit denen man trifft, auch wirklich Piercing Shot sein. Und bringt das natürlich nichts. Vor allem die, mit denen man genau so trifft, dass es sich lohnt. Ja. Kommt hier eigentlich jetzt noch einer? Ich vergesse das immer wieder. Wie viele Bosse kommen hier? Zwei, okay. Oh, Bomben. Es hat sich doch gelohnt. Ich habe nichts gesagt. Und Geld natürlich. Also das noch dazu. Und die Minigish. Sie sind noch knuffiger als im Ur-Isaac. Oh. Find die toll. Ich mag die. Spreng mal gerade hier was in die Luft, weil... Und so, dass mir sonst irgendwann anders noch passiert. Da war gerade ein Piercing-Shot. Also da sind durchaus ein paar... Ein paar dabei... Crap. Das habe ich nicht so richtig hinbekommen. Verdammt. Naja. Oh-oh. Ja, der ist ja ganz schön flott unterwegs, ne? Ja. Stirb. Mag dich nicht. Fällt mir ein, wir haben den Mond. Warte mal, war ich jetzt schon beim Itemraum? Nee, ne? Das heißt doch aber, ich nutze jetzt einfach den Mond und komme in den Itemraum, ohne einen Schlüssel zu benutzen. Das ist vielleicht sowieso ganz cool. Das ist der Geheimraum. Ich meine, das ist auch in Ordnung, aber... Na gut.
Meine Münze. Okay, bin ich jetzt hier? Na gut, whatever. Ist schon okay. Blauer Stein irgendwo? Nee. Dann gucke ich da aber auch nicht rein, dann lohnt sich das nicht. Oh, guck mal, da ist doch dann der Itemraum. Perfekt. Perfekt. Oh oh. Au. Ich dachte mir schon, dass das jetzt passieren wird. Toll. Wieder Schaden genommen. Ich nehme wieder zu viel Schaden hier. Das ist ein Riss. Guck, guck. Ich hasse es. Ich will das nicht. Summon Bombs. Naja, komm. Da oben ist ein blauer Stein. Vielleicht habe ich Glück. Nein, ich habe kein Glück. Im Gegenteil. Ich bin sogar fast noch auf die Fresse von dem Ding. War klar. Ist auch nur ein Schlüssel und ein blaues Herz drin. Also ja, okay. Die sollten nicht meckern über sowas eigentlich. Aber... Es könnte halt alles so viel besser sein, was ich kriege. Bin natürlich auch verwöhnt, aber man hofft halt immer irgendwie und es kommt nichts und das hoch und dann ist man frustriert. Vor allem, weil ich eigentlich diesen Run heute noch fertig machen wollte und es wird langsam schwierig mit dem heute. Also langsam kann ich mir nicht mehr leisten, einen Restart zu machen. Also sterben und Restart, das meine ich jetzt gerade. Weil dann wird das heute nichts mehr. Zeitlich. Das wäre doof. Das war nämlich der Plan ursprünglich. Hier wäre übrigens gerade ein Anarchist-Cookbook extrem cool. Da kann es nur gerade nicht so richtig benutzen, weil ist noch nicht aufgeladen. Also wenn man es denn mal wirklich benutzen könnte, nö. Da tötet es einen zwar unter Umständen auch selber, aber wenn es das nicht tut, man die Dinger trifft man halt definitiv mit dem Ding. Also ziemlich sicher eigentlich. Muss schon viel passieren damit nicht, dann ist das toll. So, was war das jetzt wieder? Ah, das Gerät, das Evil Match. Tja, ne? Warum nicht? Ach ja, richtig. Na, es ist nicht so toll. Ich werde langsam eine Bombenmaschine. Immer mehr Bomben. Alles voller Bomben. Die Caves, Nummer uno. Oh, wo wir bei Bomben sind. Warte mal. Blam. Hat nur nicht so richtig funktioniert. Ich habe nichts davon getroffen. Au. Aber sie haben mich getroffen. Au. Und sie haben mich nochmal getroffen. Toll. Komme ich mir schon wieder ziemlich doof vor, muss ich ja sagen. Dass ich mich von sowas treffen lasse. Ja. Ja, ganz knapp gerade unterwegs. Oh, das ist schon der Petrified Poop. Ich glaube, der ist mir lieber als die Piercing Shots. Auch wenn das nur irgendwie steht. I feel lucky stuff und so. Komm. Töte welche. Hauptsache, irgendwer stirbt hier. Solange einer stirbt, hat sich das schon gelohnt. Ey. Die werfen mir zu viel. Das gibt's doch nicht. Warum können die so viel und so gut werfen? Die sind vor allem einfach schnell. Also die Schüsse von denen, die Knochen, sind einfach schnell unterwegs. Schneller, als man das gewohnt ist von den Isaac-Gegnern. So, bitte was orten. Ich hoffe, man hört meine Frustration, ne? Aber das geht mir gerade wirklich ein bisschen auf den Shit, auf den Keks. Was ich hier gerade für einen Dreck kriege, ne? Geht echt auf keine Kuhhaut. Jetzt sterben da drüben. Komm. Stier, danke. Au. Au. Boom. So.
Au. Ja. Ich will nicht. Schon wieder kurz am vorm Verrecken. Komm. Einmal noch. Einmal versuche ich es noch und das muss jetzt aber der Run werden. Sonst Curse of the Lost. Es geht schon wieder los. Dieses verdammte Spiel will mich einfach nicht heute nicht mehr das Ganze nochmal schaffen lassen. Wird wahrscheinlich gesehen. Oh, der hat das heute schon mehrfach geschafft. Nö, dann nicht mehr. Dann darf er das heute nicht mehr. Oh, toll. Oben sind Pillen, an die ich nicht rankomme. Und da sind komische Gegner, die mich essen wollen. Fliegen. Drei Stück. Einfach so. Und sonst nichts. Oh, Bomben. So viel dazu. Und sonst nichts und so. Nö, ich lasse die Dinger da oben liegen. Das sind bestimmt doofe Pillen. Will ich nicht. Wollte ich gerade sagen, die wollen mich nicht. Aber ich will die auch nicht. Die kleinen Dingelviecher möglichst schnell töten. Die Mini-Ding. Nein, ganz ruhig, Snizzle. Ganz ruhig. Immer ganz ruhig. Alles kein Problem. Noch kein Problem. Ja. Geh weg. Geh weg. Danke. Noch kein Problem. Auch wenn das ein sehr, sehr nerviges Stockwerk schon wieder ist und auch direkt anfängt, ein nerviger Run zu werden. Kein Problem. So. Oh, guck mal, ein blaues Herz. Ja. Perfekt. So. Wir haben den Itemraum noch nicht gefunden, ne? Es gab noch kein ordentliches Item. Kann ja noch werden. Oh, shit. Oh, shit. Alter. Was ist denn hier für ein Mist? Was war das denn gerade für ein Raum? Das war ja hier wie in irgendeinem Oldschool-Spiel. Dingens. Glaub's ja wohl. So ein Labyrinth-Spiel irgendwie oder sowas. Glaube ich ja jetzt nicht. Was ist das denn? Oh. Der komische Iron Bar. Concussive Tears. Weiß nicht, das erste Item, was ich in dem neuen Isaac gekriegt habe? Oder zumindest das erste neue oder so? Concussive Tears sind erstmal eigentlich ganz cool. Hoffen wir mal, dass es mir was bringt. Ich habe gerade ein bisschen Angst hier. So. Oh shit. Komme ich jetzt da durch? So komme ich jetzt da durch. Da komme ich jetzt da durch. Hilfe! Das ist ja gemeingefährlich. Irgendwo lag doch hier noch so ein... Genau, da lag es. Nehmen wir das noch mit. Und dann gehen wir zum Boss. So, Concussive Tears sind erstmal okay. Das ist auch nur jeder zweite und so. Jetzt habe ich zumindest noch ein bisschen Kram... Dingle. Ist klar. Wow. Was machen die Concussive Tears eigentlich nochmal? Also scheinbar concussiven die ja nicht so hundertprozentig. Also irgendwie weiß ich nicht so richtig, was die tun sollen. Also da war halt gerade wieder eine und irgendwie macht das ja nicht so richtig. Er schießt ja trotzdem noch und Kram, ne? Uah. Au. So. Einmal leckeres Essen aus dem Poop. Ganz toll. So. So viel dazu. Weg mit dem komischen Curse of the Lost. Ich hasse ihn. Ich will ihn nicht. Er soll weggehen. Wow. Wow. Hier geht ja was ab. Explodiert hier direkt erstmal alles. Oh, eine Pille. Die ist bestimmt nicht gut, aber das war nicht so schlimm. Der Raum war nämlich schon leer. So. Ich muss sowieso noch auf die andere Seite. Das heißt, ich kann die restlichen Feuerchen auch gleich noch ausmachen.
Okay. Jetzt zum Beispiel. Ich bin mir noch nicht sicher, was das Concussive bringt, aber ich möchte es eigentlich ganz gerne wissen. Ih, der ist doof. Ach, der eiert einfach komisch in der Gegend rum jetzt, aber Dingle bewegt sich ja normalerweise nicht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum da nicht so richtig was passiert ist gerade. Guck mal, der läuft nämlich jetzt auch einfach nur komisch in der Pampa rum und tut nichts. Au! Au! Da schon wieder gerade getroffen wurde, das macht mich auch schon wieder irgendwie wahnsinnig, ne? Ich weiß auch nicht, warum sich der eine so komisch dann bewegt hatte. So, ein Schlüssel. Oh. Eine Trollbombe, die aber eine Spinne gefressen hat. Finde ich schon mal gut. Machen wir das mal so. Da komme ich nämlich auch an. Das ist doch wieder eine Paralyse. Super, yay, paralysier mich. Selbst. Da unten war noch ein blauer Stein. Ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen. Ist mal cool. So, nehmen wir das trotzdem zuerst mit. Es ist schon wieder nur so ein... So ein total mieses Spacebar-Item, ne? Das ist doch echt... Das ist doch nervig. Was ist das? Viel, viel stronger. Bin ich jetzt schneller? Habe ich jetzt einfach nur... Ich habe jetzt einfach nur mehr Speed oder so. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Was soll ich denn da? Was ist denn das für ein komischer Müll? So. Moment, wir haben ja noch ein ganzes Leben. Das ist gar nicht so schlecht. Dann gehe ich mal kurz da unten hin. In diesen komischen Raum hier. Die sind ja inzwischen deutlich besser, als sie früher waren. Das ist jetzt nicht so toll. Aber, warte mal. Man kann die aussprengen. Habe ich ja inzwischen festgestellt. Das heißt, wir machen das jetzt einfach so. Gucken mal, was da drin ist. Oh, cool. Das ist nicht so toll insgesamt, aber hey. Für ein halbes blaues... Ja, wobei, ich habe ein halbes blaues Herz gekriegt und dafür eine Bombe ausgegeben. Eigentlich ist es doch schon wieder blöd. Hallo, Monstro. Möchtest du gerne auf die Mütze bekommen von mir? Dann spring einfach komisch in der Gegend rum. Das ist fies. Alter, shit. Wenn der Concussed ist. Wenn ich den mit meinen Concussive Shots getroffen habe, springt der einfach irgendwo in die Pampa. Das ist ja voll gemein. Dann kann ich ja gar nicht abschätzen, wo der hinspringt und krieg vielleicht voll auf die Mütze von dem Dude. Das ist nicht gut. Das ist eigentlich sogar eher, ne, schlecht und so. Oh, was haben wir denn da? All Stats up. Der Magic Mushroom. Finde ich gut. Weiter geht's. Zeitlich aktuell noch ein kleines bisschen vor, glaube ich. Ja, komm. Die Maske. Chlor Damage Reduction. Bin ich sofort dabei. Bin ich erstmal sofort dabei. Die ist doch gegen alles, was Schüsse macht, erstmal ziemlich gut. Natürlich aufpassen, dass sie nicht kaputt gemacht wird oder so, aber aber hey. Wenn sie nicht kaputt gemacht wird, ist sie ziemlich gut. Muss wirklich mal richtig ausprobieren, wie die jetzt wirklich genau funktioniert. Ehrlich gesagt. So nehme ich scheinbar nicht. Wie ist das komisch? Ich blicke es nicht genau, wie die jetzt wirklich funktioniert. Manchmal wehrt man damit einfach alles, was an Schüssen kommt, ab und manchmal halt überhaupt nicht. Das ist total komisch. Ja. Muss ich dafür auch als letztes in die Richtung gegangen sein oder so? Das kann natürlich sein. Scheinbar nicht. Ich verstehe das nicht. Wie die Mask of Infamy funktioniert. Es ist irgendwie ein... Vielleicht darf ich auch einfach... Nee, aber dabei nicht schießen ist ja auch Blödsinn, weil ich habe ja schon dabei geschossen. So habe ich das doch bei Mom zum Beispiel auch gemacht. Da! Kommt der wirklich da durchgefahren, ne? Shit. Oh, da ist mein halbes Herz wieder. Immerhin. Ich verliere zwar aktuell Herzen, aber ich kriege sie auch wenigstens direkt wieder.
wird ja immer schlimmer hier. Wenn jetzt im nächsten Raum einfach nochmal dasselbe... Bäh. Diesmal hat es funktioniert. Nochmal dasselbe kommt mit den anderen Typen. Dann, au. Was ist denn jetzt für ein Dreck? Komm rein, steh direkt in deinem Gegner drin. Toll. Au. Und warum hat... Warum hat der mich jetzt eben getroffen? Ich hab doch die Maske. Das ist traurig und frustriert. Hart, beides. Ah, komm. Ein Leben habe ich noch. Also. Shit. Restart. Wieder ein Curse of the Lost. Du mich auch, Spiel. Du mich auch. Ich werde dich bezwingen und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich werde das jetzt schaffen. Wahrscheinlich nicht, weil da kommen Hilfen von überall Gegner. Das soll, glaube ich, heute einfach nicht mehr sein. Ich hätte auch eben eigentlich schon angekündigt, dass es der letzte Versuch sein sollte. Aber jetzt habe ich trotzdem nochmal einen gestartet. Whatever. Schaff das noch heute. Muss das heute noch schaffen. Das andere wäre ja aufgeben. Vor einem Spiel. Zugeben, es ist ein böses Spiel. Und es versucht mich zu töten. Schon seit ich ein ganz kleiner YouTuber bin. So. Oh, ist das schon wieder so groß hier. Ich werde mich doch hier nie zurechtfinden. Ich werde mich verlaufen. Ich finde nie wieder raus. Ist noch so ein großer? Oder war das der einzige große? Ja, ich glaube, das war der einzige große. Okay. Ist okay. Da hinten sind aber noch Mini-Poops. Die so ein bisschen über den Boden schlittern. Jetzt komm, triff auch. So schwer ist das nicht. Das ist schon wieder ein Regenbogen-Poop, von dem ich nicht weiß, was er tut. Oh, er gibt mir volles Leben. I see. Dachte mir schon sowas, aber ich wollte es nochmal genau wissen jetzt erstmal. Den töte ich. Ja. Toll. Toll. Langsam bin ich echt zu frustriert zum Weiterspielen. Da. Ja, immerhin kriege ich noch einen neuen Schlüssel. Oh oh. Oh oh. Orbit-Fliegen. Und normale Fliegen von der anderen Seite. Diese Viecher sind echt gefährlich. Ich finde die richtig gefährlich. Die Orbit-Fliegen. Kaugummi-Fliegen. Ohne Zucker. Aua. Die tot. Au. Snizzle. Es geht schon wieder los, Snizzle. Wenn du nicht ordentlich aufpasst, ne? Wenn du nicht ordentlich aufpasst, dann sind wir die nächste Zeit Freunde gewesen. So. Ein komischer Petrified Poop, der mir gerade nicht so richtig viel bringt. Ich brauche Leben. Ohne Leben hat sich das schon wieder. War hier Leben? Ja, da war Leben, aber das kann ich mir nie leisten. Ich sehe schon, dass mir das Spiel jetzt gleich einfach irgendwie ein super geiles Item gibt im Itemraum. Aber kein Leben und dann sterbe ich. Das wäre extrem typisch. Kommt das tatsächlich wieder? Verdammt. Oh, was ist das denn? Das sieht nach einem schwarzen Herzen aus. Das nehme ich erstmal mit. Oh, sieht nach zwei Herzen aus. Die nehme ich auch mal mit. So. Ich habe den Itemraum noch nicht gefunden, ne? Moment, hier war ich aber auch noch nicht, ne? Nö. Aber hier ist der Itemraum. Au.
So, was haben wir hier? Was? Pheromone? Ach so. Das macht mir dann komische Leute hier, Verbündete und so. Blark. Schubtawub. Blark. Also, kein tolles Item, aber beste aus einer schlechten Situation machen und so. Oh, hallo Lars. Finde ich nicht gut. Was macht die da? Hilfe! Kann ich mal aufhören mit dem Mist? Eine Pille und es ist...